Hallo Leute, ihr wollt ja bestimmt mal sehen, was ich sonst so im Real Life mache. Und zwar. Zack, 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 zack. Das ist der Dachboden von meinem Haus. Und ich habe mich rangesetzt, das wird ja die Erweiterung des Kinderzimmers von meiner Tochter. Jetzt noch mal ordentlich was am Platz. Also hier, ja, zuvor sah das alles ungedämmt aus. Ich weiß nicht, ob man es im hinteren Bereich sehen kann. Da, naja, sehen ist relativ. Eben hier mit Steckdosen vorbereitet. Da dann unten Lichtschalter, wenn man hier durch die Treppe dann hochkommt. Und ja, Fenster eingebaut. Hat auch gut Arbeit gekostet. Aber ja, wie gesagt, das mache ich so in meiner Freizeit. Heute auch hier am Samstag, am Sonntag, gestern auch Samstag ordentlich Gas gegeben und heute halt eben auch. Ich guck mal, so müsste es ein bisschen mehr Licht geben für mich. Und das mache ich in meiner Freizeit. Ja, nicht einfach rumhängen. Also das ist eben auch irgendwo dieses Vorurteil, sage ich mal, von den ganzen, ja, Spielern, wo es dann heißt, ja, oh, ihr habt ja kein Real Life und ihr macht ja alle nicht wirklich was und so weiter und so fort. Also damit will ich auch so ein bisschen aufräumen, sage ich mal, weil es gibt viele, die ja spielen und ihr restliches Leben halt nicht irgendwie nicht unter Kontrolle haben oder irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, so, also, oh ja, du spielst, ja, dann kann ja dein normales Leben nichts Großartiges sein oder sowas. Also das ist nicht der Fall. Und klar gibt es natürlich so eine hammerkrassen Nerds, die sich dann da wirklich stundenlang oder jahrelang oder tagelang, wie auch immer, natürlich nur vorm Rechner sitzen und gar nichts anderes machen. Logisch, das gibt es natürlich auch, aber dazu gehöre ich nicht. Wie gesagt, ich bin hier ordentlich tatkräftig dabei. Was noch zu erwähnen ist, also, es war kein Boden drin, also sprich wirklich nur unebener Dielenfußboden. Ich habe USB ausgelegt, das hattet ihr bei Instagram ja auch gesehen. Da habe ich dann angefangen, das war bei der Ecke hier, da habe ich langsam angefangen. Und als der Boden drin war, war das schon ziemlich geil. Dann hat man schon gesehen, okay, hey, hier, das geht schon mal in eine richtige Richtung. Und dann, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, komm, Wärmedämmung und natürlich ordentlich, weil hier ist es so, also klar, für euch wird das, denke ich mal, relativ uninteressant sein, aber für die, die schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen älter sind, vielleicht so in meinem Alter, die sagen sich genau, okay, wie hat dann das gemacht? Folgende Sache, hier ist keine Heizung drin, hier wird auch keine Heizung reinkommen. Das heißt, alles was an Wärme ist, wird von diesem Zimmer kommen, weil diese Luke, also Luke in Anführungsstrichen, die wird so offen bleiben. Da kommt dann, wie gesagt, noch eine Treppe rein und dann wird der untere Raum den oberen Raum beheizen. Das heißt also, ich muss logischerweise richtig viel Wärmedämmung haben. Sonst habe ich ein Problem, weil mir die Wärme einfach weggeht. Klar. Und ich habe noch einen Joker. Da. Das ist nicht einfach irgendwie eine Wand. Nein, ihr werdet es bestimmt wissen, wenn es ein Dachboden ist, wird es eventuell ein Schornstein sein. Das ist korrekt, Jungs und Mädels. Das ist ein Schornstein. Und der Schornstein hat einen richtig guten Vorteil. Das heißt, wenn man den Kamin eine Weile anhat, also ich sage, ich rede jetzt mal von Stunden, nicht von irgendwie einer halben Stunde oder so. Wenn man den 2-3 Stunden hintereinander anhat, dann wird dieser Schornstein auch warm. Das heißt, der heizt dann auch das Zimmer. Das sind jetzt hier nicht 10 Grad mehr oder sowas, nein, aber der sorgt einfach für ein bisschen mehr Wärme hier in der Hood. Das war es dazu, wie gesagt, hier sitze ich jetzt dran seit, oh, ich will nichts Falsches sagen, vielleicht seit 2 Monaten, aber natürlich wisst ihr selber halt, nicht jeden Tag und natürlich auch jeden Tag nicht, wer weiß wie viel Zeit. Also das ist immer so, so wie es eben passt. Also gestern zum Beispiel Samstag habe ich gut Gas gegeben, da war ich dann wirklich mal einen ganzen Tag dran, aber dann passiert auch einiges. Aber es muss natürlich Material geholt werden und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ja, passt. Ich bin jetzt kohlemäßig, bloß dass ihr euch mal das vorstellen könnt, was das so ungefähr ist. Also ich sag mal, wenn ich den Ausbau hätte machen lassen, wo habe ich denn jetzt meine Tasche hier da? Wenn ich den Ausbau hätte machen lassen, wäre ich alleine an Arbeitsstunden für die Techniker oder für die Handwerker garantiert nicht unter 5.000 bis 10.000 Euro gewesen, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Und
ich habe jetzt rein an Material unter 1000 Euro bezahlt. Und halt meine Arbeitsleistung. Klar, logisch. Aber das ist meiner Meinung nach richtig geil für ein komplettes Zimmer, was man zusätzlich bekommt. Und wie gesagt, meine Tochter freut sich natürlich schon richtig, dass das dann hier bald losgeht. Und ja, wäre natürlich cool, wenn es wirklich zu Weihnachten klappt. Dann wäre es ein geiles Weihnachtsgeschenk, aber ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich zeitlich hinbekomme. Und hier kommt ein Teppich rein. Normalerweise habe ich überall im gesamten Haus, das sieht aus wie Laminat. Ist aber kein Laminat, das ist PVC, was man in einzelnen kleinen Bahnen aufkleben kann. Das ist nicht irgendwie was zum Klicken, sondern das klebt man auf. Und ja, das war es dazu. Und wie gesagt, dann kommt hier Teppich rein, einfach weil sie halt eben am Sitzen ist und wenn sie irgendwas spielt, dass sie da einfach ja, schön einen warmen Arsch hat, sage ich mal. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder ein Real Freestyle-Video von mir. Haut rein, ciao, ciao und tschüss.